Jo, servus Leute und herzlich willkommen auf dem Blabation-Kanal. Ich habe mir heute gedacht, ich mache mal einen Reichweitentest bezüglich der Kilometerreichweite. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht, in dem ich zeige, wie weit man ungefähr mit Fahrzeit kommt bei der KTM. Und heute geht es um die Reichweite von den Kilometern her. Ich habe den Test vor kurzem ja auch erst dann auch noch mal mit der Suron Stormy gemacht. Verlinke ich euch auch mal hier oben auf dem i. Und mit der bin ich ja knapp so 44 Kilometer weit gekommen. Und heute möchte ich mal schauen, wie weit ich mit der hier komme. Ich fahre hier alles in Stufe 3. Das ist also sozusagen wie bei der Suron der Power Mode, also der aggressivste Mode. Und ich fahre immer so schnell, wie ich fahren darf. Ich habe mir so eine Rundstrecke rausgesucht. Die Strecke ist ungefähr so 23 Kilometer lang. Also ich habe mir erstmal vorgenommen, dass ich überhaupt eine Runde schaffe. Aber bis jetzt läuft es noch sehr gut. Ich bin jetzt schon seit über 10 Kilometern unterwegs und habe hier immer noch alle Balken. Und es interessiert mich ja selber, was man im Worst Case sozusagen für eine Distanz schafft. Also ich versuche so schnell wie möglich zu fahren, um die minimale Reichweite rauszusuchen, um zu sagen zu können, die Kilometer schafft man zu 100% immer. Jetzt gibt es einen kleinen Quickstart. Boah. Also ich habe mir jedes Mal wieder auf der Kamera gedacht, das kommt im Video so gar nicht rüber, was die für einen Anzug hat. Das ist so geil. Ich habe auch noch zusätzlich noch meinen GPS-Tracker laufen auf meinem Handy. Ich hoffe, das funktioniert. Ich habe den gerade erst vorhin frisch runtergeladen. Aber wir sind auch hier bei 472 Kilometern gestartet. Deswegen haben wir ja sonst auch noch den Kilometerstand von der KTM ja auch nochmal. Ah, okay. Jo, erster Balken ist weg. Nach knappen 15 Kilometern ist der erste Balken weg. Das heißt also, jetzt sind wir unter 80%. Stimmt, die Temperatur bei so einem Akku ist natürlich auch nicht unwichtig. Ich habe jetzt gerade leider nicht drauf geschaut, wie warm es ist. Aber ich könnte ja mal nachschauen. 13 Grad. Nice. So, Spitzengeschwindigkeit 82, leicht bergab. Also ja, mehr wird da nicht kommen. Außer man tut die Übersetzung ein bisschen ändern. Hat mir jetzt ja auch schon jemand in die Kommentare reingeschrieben, dass das dann immer noch voll klar geht mit dem Anzug her. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, dass wenn man da hinten vielleicht ein größeres Kettenblatt oder vorne vom Ritzel her einfach einen Zahn mehr drauf tut, dass sich die vielleicht nochmal deutlich schneller fahren lässt. Also mehr als 100 würde ich sowieso nicht wollen, aber das könnte man auf jeden Fall verändern und dann kann man die super problemlos überall bewegen. Aber gerade so fürs Gelände ist es richtig geil, so wie sie übersetzt ist, da will ich gar nichts dran ändern. Ja krass, wir haben jetzt schon gleich 20 Kilometer erreicht und wir haben immer noch erst den ersten Balken verloren. Das habe ich wirklich nicht gedacht. Ich dachte, das Ding ist so sackeschnell leer. Aber bis jetzt richtig geil. Ich fahre ja auch wirklich alles in Stufe 3, also Power ohne Ende. Vollgas. Sind jetzt 1-2 Kilometer nur geradeaus auf volle Pulle. Das saugt halt den Akku am meisten leer. Und da ist es dann eigentlich ganz entspannt, wenn ich ein bisschen Platz nach vorne habe. Okay, der zweite Balken ist weg. Das bedeutet, wir haben jetzt 26 Kilometer. Ja, das war gerade richtig chillig. Das war gerade richtig geil. Ich glaube, ich fahre hier noch mal hoch, runter, die Male, bis ich keinen Akku mehr habe, weil das macht gerade übel Spaß, wenn hier wenig los ist. Okay, so, jetzt ist der letzte Balken weg. Bedeutet, jetzt muss ich gerade mal nachschauen, was es bedeutet. 30%. Ich warte jetzt, bis mal kurz kein Auto kommt, was jetzt schon mal ziemlich gut ausschaut. 508 Kilometer. Das bedeutet, wir sind jetzt 36 Kilometer schon gefahren. Alter, das ist ja krass. Ich komme also an die Distanz von der Suron Stormy. Aber ich glaube, das liegt auch daran, weil die halt abgeriegelt ist auf 80 km/h. So Leute, richtig belastend. Jetzt
war gerade der Akku leer und wir hatten so eine krass coole lange Strecke. Das war ein richtiger Fail. Also der Akku von der GoPro, nicht von der KTM. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Dann warten wir jetzt noch kurz und dann fahren wir die restliche Strecke hochwärts. Weiter geht's! Der Akku will einfach nicht leer werden. Ey, das ist echt verrückt. Ah, jetzt blinkt er. Okay, ich weiß zwar nicht, warum er jetzt die Kilometer nicht aufgezeichnet hat, aber wir haben auf jeden Fall hier einmal 56 Minuten. Das kann ich jetzt auch beenden. Was sagt die Anzeige hier an der KTM? 16 oder 18? Was ist denn das jetzt? 18. Okay, das bedeutet 72 sind 46 Kilometer und wir haben jetzt gerade die 10% erreicht. Das bedeutet, man schafft mit einer Ladung 50 Kilometer. Finde ich übel krass, hätte ich niemals gedacht. Also 50 Kilometer in Stufe 3 ist komplett möglich. Falls ihr noch irgendwelche anderen Fragen zu der Maschine habt, schreibt sie gerne unten rein. Und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.